is inevitable. Oh ja, das ist es. Und damit herzlich willkommen zurück zu Legend of Keepers. Wir haben das letzte Mal Mission Nummer 2 mit einem stacheligen Monster-Equipment oder beziehungsweise mit stacheligen Monstern ordentlich durchgemacht. Beziehungsweise die Gegner haben sich selbst fertig gemacht. Es war sehr, 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 sehr befriedigend, so zu sehen, wie die Helden alle daran zugrunde gingen. Mal schauen, ob wir das genauso auch hier hinbekommen. Wir haben hier okkulte Mächte am Werk. Wir haben alles zur Verfügung, prinzipiell, von den drei bekannten Fraktionen. Die Frage ist nur... Wir kriegen einen riesigen Kaktus. Dornen. Das ist geil dann. Eigentlich, das ist geil mit Dornen. Aber Feuer ist irgendwie das Thema gerade, sonst ist hier nichts gegeben. Schauen wir mal, in welche Richtung es sich entwickelt. Wieder mehr Geld, dafür opfere ich Leben. Wir haben unsere Beförderung beim letzten Mal erhalten. Die Zauberin erhält einen extra Zauberraum. Ich hätte tatsächlich lieber gerne einen Helfer, einen Praktikanten, wie beim Sklavenhalter. Aber die Zauberin zaubert halt. Macht auch irgendwie Sinn. Und ich mach sie zu so einer Zauberin. Das habe ich beim letzten Mal schon genommen. Das fand ich... Wobei, nein. Moment. Kann es sein? Nee, oder? Kann es sein, die Zauber haben sich auch durchgemixt, oder? Weil in der Kombination dachte ich nicht. Also die waren in einer anderen Kombination beim letzten Mal, glaube ich. Aber ich bin vielleicht auch verwirrt bloß. Nee, das gefällt mir. Also das ist da geistige Entfremdung. Das ist einfach brutal. So, das ist meine Beförderung. Wir haben keine Items. Wir könnten jemanden upgraden. Diese zwei Baumhirten kriegen wir ja geschenkt. Durch unsere Skill. Trainieren ist angesagt. Puh. Tatsächlich kann ich zweimal hintereinander was machen wahrscheinlich, also dafür fehlt mir das Geld, das ist unangenehm. Also Ereignis ist ganz klar gesetzt, aber was machen wir? Trainieren? Und wen trainieren wir? Ich habe ja... Ah, der ist eigentlich nicht schlecht. Ja, den trainiere ich, glaube ich. Das Skelett ist brauchbar, weil dann macht's... Genau, die Passive ist nicht schlecht. Diese Baumhirten sind es nicht wert, trainiert zu werden. Wir können mal zum Händler spicken. Vielleicht gibt es da was Geiles. Nein, noch. Wartet. Meine Fallen sind die und die. Wenn ich Schaden machen möchte, dann brauche ich auch eine andere Falle. Okay. So, hier haben wir ein Ereignis. Danach nochmal ein Ereignis. Okay. Helden, die von Brennme. Das könnte in diesem Run brauchbar sein, weil fast alle meine Viecher machen brennen. Wir müssen kämpfen, damit wir einen Level 2er Elementar bekommen. Schön, okay, gönne ich mir. Jetzt muss ich bloß die Aufteilung überlegen. Brennen. Feuer. Jetzt können wir schon fast mit der Moral spielen. Wir haben ja einige, die Moral jetzt angehen. Na gut, wir haben zwei, die Moral angehen. Das ist halt so viel. Ja. Wird schon passen. So, Artefakte. Nein, Monster. Überall gibt es Monster und da gibt es am meisten Geld. Let's go. High risk, high reward. Ich brauche viel Geld. Zuerst kommt so ein... Ah, da kann ich mal... okay. Zuerst kommt so ein Raum. Oh ja, da wird der Eisangriff wahrscheinlich gemacht auf die dort hinten. Dann magische... durch Meisterzauber. Schon gut, dass das danach kommt. Ja, dann reduzieren wir die Resistenzen und ab geht die Post. Eis und Körper. Ja, sehe ich.
Hinten Feuer, ja sicher. Das Skelett finde ich gut. Hinten Feuer. Eis vorne. Sehe ich auch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Sieht noch nicht so perfekt aus, aber kann schon klappen. Besonders mit guten Positioningen. Feuer. Brennen auf alle. Schön aufspießen, schön durchspießen. Nehmen wir dir mal die Resistenz. Damit wir mehr Schaden machen können. Ja, das klappt so irgendwie. Wir machen gut mehr Damage als der Gegner uns, würde ich fast behaupten. Naja, wahrscheinlich werden sie trotzdem gewinnen, ja. Weil die haben die besseren Stacks zur Verfügung. Aber es sieht gut aus. Autsch, und schon ändert sich die Situation komplett. Naja, naja, okay, okay, okay. Ah, schade. Einmal zuhauen, wäre schon drin gewesen, oder? Ah, schade. So, ein Grillenblitz. Dornen. Jetzt vielleicht ein Angriff auf alle. Hier, ja, da sehe ich mich. Ja, da ist nur noch einer. Und der ist vergiftet. Und er ist tot. Hup. Sehr schön. Okay, wir kriegen... wie es aussieht, gehen wir diesmal auf Moralbilds. Gut, dann gehen wir mal in diesem Run auf Moral. Kann ich den vielleicht sogar direkt... Nee, geht nicht. Also du bist jemand, der Moral macht. Du machst auch Moral. Wobei, du hast einen... kriegst deinen sehr starken neuen Zauber. Du kriegst einen guten Effekt zum Sterben. Nee, Zauber ist besser. Ja, dann Moral, wie es aussieht. In die Richtung will mich das Spiel in dieser Welt bringen. Nein. Ist zwar günstig für eine Level 2 Sache, aber nein. Guten Neuigkeiten. Der Vorstand hat erklärt, dass die Company zusätzliche Mittel in Form einer Falle ist, Rekruten oder Geld. Tatsächlich, oh, Stufe 2 Henker. Das geht noch mehr in Richtung Moralbild. Jetzt habe ich schon zwei von denen und so ein Elementar, der Moral senkt. Wobei, mit dem ist es noch geiler. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon viele Leute. Ja, Artefakt, bitte. Gehen wir auf die Moral, voll auf die Moral. Guten Tag, meine Ladies. 68 Natur. Okay, Moral ist niedrig bei denen. Finde ich zumindest. Die machen ja ordentlich demoralisieren auf denen. Okay, Körper, Eis und Natur. Eis und Natur ist vorne. Natur, Eis. Eis, Natur. Eis und Natur vorne. Sehr schön. Okay. Danach, die haben ordentlich gelitten. Da kommt eine Katastrophe. Okay, dann ist das sinnvoll. Hier an der Stelle ist das eventuell... Nein. Das ist tatsächlich dann sinnvoll. Moment. Doch, glaub schon, oder? Keine Ahnung. Und hier an der Stelle... Vorne Natur, Eis. Natur und Eis. Oh, Sully.
Dann demoralisieren irgendjemanden und demoralisieren ihn. Okay. Lassen wir sie mal wegrennen dieses Mal. Tja. Oh. Hätte was. Ja, der Schaden wird reduziert, das ist gut. Dann können die hoffentlich häufiger was machen. Okay, so schnell ist er schon down. Und die haben auch noch... Okay. Todessehnsucht. Todessehnsucht. Ach du Schande, die hauen Damage raus. Was passiert da dauernd? Tja. Naja, der eine haut auf jeden Fall ab. Tschüss. Schwanne machen wir. Genau. Dann dieses. Gut. Damage. Die haben noch einen Schaden bekommen. Magische Dorn, dann ist der eine weg. Und der andere ist jetzt nur noch dem offen gegenüber. Ja. Du bist auch noch vertrieben. Oder getötet. Eins von beiden. Aber vertrieben ist viel Kraft. Wobei ich glaube, ich hätte ihn eher besiegen können. Ich glaube, der Schaden wäre höher gewesen. So mit Feuer. So, ja. Zu spät. Feuerball, Junge. Gut. Okay. Eisschaden durch Monster. Nee, Feuerangriffe bräuchten wir. Das ist gut. Das ist gut. Diesmal. Diesmal haben wir keine Spikies dabei. Trainieren. Immer trainieren. Trainieren muss immer gemacht werden. Schlecht. Beziehungsweise nicht so gut. So, wen schicken wir? Wir schicken dich, das ist okay. Trainieren. Wollte gerade fragen, Steuerntreiber nochmal? Ah, hier, das brauchen wir. Das brauchen wir, Stufe 4 Skelette. Und dann gönnen wir uns den Steuerntreiber. Ja. Gönn dir mein Blut, dann gönn ich dir Geld. Umgekehrt. Dann gönnst du mir Geld. Im Ruhezimmer lästig. Aber das ist halt nun mal so in diesem Spiel. Okay. Ah, die haben wieder relativ geringe Feuer hinten Natur. Alles schlecht. Vorne Luft. Luft. Oh, du. Dann ist es auch gut, weil du buffst doch die dorthin. Okay. Ist schon mal etwas. Dann vor den nächsten Gegnern. Da möchte ich, dass die Resistenz untergeht. Die nächsten Gegner machen nämlich ein bisschen Feuerschaden zum Beispiel. Feuer und Natur hinten. Feuer und Natur. Gar nicht so leicht. Luft vorne. Okay, schauen wir mal. Puh, dann passiert einiges. Mal schauen, vielleicht kommen sie ja gar nicht zu ihrem Ruhepunkt. Ich erwarte sie auf jeden Fall. Werden sie dann geschützt eigentlich? Also würden sie dann draufgehen? Aber das würde den Sinn und Zweck der Absurdung führen. Ich brauche gute Artefakte.
I need... So. Okay, weiter aufspießen. Okay. Und weiter. Die ist weg. Die eine ist weg. Nein, nein. Einer haben wir besiegt. Die anderen. Was machen wir gegen die? Feuer. Feuer. Ach, gegen Feuermagier. Geile Sache, nicht wahr? Da haben wir uns perfekt entschieden, gegen einen Feuermagier mit Feuertruppen zu gehen. Naja. Hey, da wird mal meine Heldin drankommen, wie sie aussieht. So, die vorne müsste eigentlich daran sterben. Du hast leider das Skelett besiegt. Dabei sind jetzt noch zwei gegen dich. So, Feuerschaden einfach so oder Gift? Gift ist, glaube ich, besser, weil... Ist halt so. Das ist noch Nestex Feuer. Ja, gut, du gegen Feuerelementar, das sieht gut aus. Ach, Nestex, ich sollte nicht Feuer. Das sieht okay aus. Zumindest wird man... Also ich glaube nicht, dass ich den Gegner besiege. Und das... Ah, shit. Weil er sich immer hochheilt. Deswegen kann ich ihn nicht besiegen. Aber immerhin schwächen. Stark. Oh, wobei, der hat ja den Ruhepunkt danach. Ah, Mist, ich brauche ja das Gift. Gift machen will. Das Gift steckt ja. Das ist ja das, was eigentlich den Schaden hier gerade verursacht. Wie das Feuer? Einmal noch geht. Okay. Ja, ist halt so. Blöder Feuermagier. Ach, und jetzt töte ich ihn auch noch. Können ja auch wegrennen lassen. Nee, ich will das Blut. Der kam nicht mal bis zum Rastpunkt. Wenn ein Dämon besiegt wird. Moment, was habe ich gerade die ganze Zeit einsetzt? Ja, da waren Dämon-Skelette. Ah, das ist okay. Ich brauche lieber Skelettfürst. Das ist eine geile Sache. Mundriemen ist auch nicht schlecht. Machen wir Mundriemen. Mundriemen ist sogar besser, wegen Moral. Der Doktor? Brauchen wir den Doktor? Ja, komm, kostet nichts. Dann ein Ereignis, gönn mir. Oh. Das ist, glaube ich, gar kein schlechter. Ein Ritual, damit könnte ich meine Sachen verbessern, wie es scheint. So, ja, der packt auch die Moral. Gönn dir mal Pause, weil dann könnte der die Moral mit beeinträchtigen. Gönn dir mal Pause. Gönn dir mal Pause. Gönn dir mal Pause. Ja. Sieht gut aus. Probieren wir mal Ritual. Ich weiß nicht, was dann passiert. Oh. Essenz des... Moment. Du stehst vor dem mystischen Baum und erhältst Essenzen des Wissens für das Ritual. Die übrigen Essenzen des Wissens kannst du bei deinem nächsten Besuch zusätzlich zu den neu gewährten verwenden. Ah ja. Okay, macht mehr Schaden. Macht mehr Schaden. Und das macht mehr Moral weg. Das kostet 5... Okay, das kostet 20 zu verbessern. Das kostet 30 zu verbessern. Na gut.
Okay, das ist okay. Ich hätte zwar trotzdem immer noch lieber einen Praktikanten. Die fand ich besser. Da konnte man zweimal zuschlagen oder so. Besonders mit dem letzten da, wo ich jetzt identifiziert habe. Der war super gut. Was wollen wir? Wollen Geld? Geld wollen wir da tatsächlich. Fallen wollen wir eigentlich nimmer. Monster wollen wir auch nicht. Ja, dann Geld und Meisterbonus. Das ist das, was wir wollen. Gold! Gib mir Gold! Ich brauche Gold, um meine Leute zu trainieren. Umso mehr Gold ich habe, umso besser werden sie. Kann von Gift nicht mehr beeinträchtigt werden, blablabla. Danach wird gezaubert, danach gibt's das, danach wird nochmal gezaubert. Ich könnte die Moral schon zu dem Zeitpunkt ziemlich gut niedermachen. Ja, ich glaube, das könnte gut werden. Halt, schauen wir mal. Vorne Natur, Luft hinten. Vorne Natur. Sehr gut. Luft hinten. Okay, du dann. Ja, Mundriemen gönnen wir uns dann hier in der Stille und dann dürfte eigentlich nicht mehr viel übrig sein. Vorne Natur, Luft hinten. Egal, dann. Ach so. Schauen wir mal. Ja. Viel Damage machen, anstatt wenig Damage machen. Viel Damage machen. Durch Fallen erlitten er schon. Frostbeulen. Ah, Frostbeulen könnte stärker sein. Und dann geistige Entfremdung. So, alle sind jetzt deutlich anfällig. Ja. Ärgerlich, wenn das Ziel von Demoralisieren entsetzt sind sie. Okay. Todessehnsucht. Und tschüss. Wie geht's das gut? So brutal, die machen so viel Damage. Aber wir auch. Gut, eure Fähigkeiten werden deaktiviert. So, den Rest kriegen die hin. Erstmal einer weg. Rennen. Jawohl. Mit euch. Sehr gut. Okay. Grille Blitz. Ziel ist ja, dass nie jemand zu meinem Meister kommt. Dementsprechend ist das alles okay. So, wir müssen mal tauschen. Du musst Pause machen. Stattdessen hau ich dich nach vorne. Die Baumhirten, tatsächlich die Fähigkeit ist unnütz. Die Baumhirten haben bisher noch nie wirklich was mitgebracht. Noch nie einen Nutzen gebracht und so. Ich brauche mehr Geld. Du konntest. Du warst stark. Ja, dich nehme ich. Und du konntest auch Moral senken. So, beeinflussen geht nicht. Wir zahlen nichts. Ich wüsste gar nicht, für was ich die Tränen brauche. Beim nächsten Ereignis muss ich die Kosten tragen. Eine Geschäftsreise. Wen schick mal? Okay, du bist mein bester Mann. Für 18 Wochen. Du bist dann bis zum Ende des Spiels draußen. Puh.
das ist nicht so schön. Und du dich immer gerade. Gut. Okay. Nur im besten Mann schicke ich jetzt nicht weg. Das wäre jetzt doof. Also ich sehe den jetzt als einen meiner Besten auf jeden Fall gerade an. Deswegen, der darf nicht weg. Der kann nicht weg. Den muss ich behalten. Kein Artefakt. Belastend, belastend. Brauchen wir jetzt Geld. Bei beiden gibt es Geld. Da gibt es ein Ruhezimmer, ein Brunnen. Und da gibt es ein Ruhezimmer, ein Ausward. Oh komm, das ist nicht wert. Das bisschen Geld zusätzlich. Dann machen wir lieber billige Gegner und haben da weniger Probleme. So, niedrige Moral, das ist schon mal gut. Dann bitte nichts tun. Niedrige Moral. Eis vorne, Körper vorne. Eis. Ha. Perfekt. Eis vorne. Perfekt, perfekt. Ah, könnte sein, dass die Vorderen richtig vernichten jetzt mal. Hm. Na, Eis vorne. Ich weiß es nicht. Das ist egal. Dass es immer so weit vorne kommt, das sollte nach dem ersten Kampf kommen. Dann passt's. Diesmal machen wir einen Sandsturm. Wirbeln wir mal die durch. Das tut weh, das tut weh, das tut weh. Demoralisieren. Schön demoralisieren. Müssen sie demoralisieren. Resistenzen wegnehmen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass der mal einmal angreifen darf. Hm. Ah, ist nicht gut. Es ist nicht gut, befürchte ich. Hm. Jetzt hat er auch noch ein Eisdeck. Das ist ja garstig. Schaden, wenn sie von Demoralisieren beeinträchtigt sind. Ja, der konnte mich nochmal schlagen. Ja, der leidet richtig. So muss es auch sein. Ah, nee. Was passiert denn da immer? Vorne, hinten, wendet schwach gegen Eis bei allen Helden zu Beginn. Ah, okay, schwach gegen Eis wird die ganze Zeit angewandt. Und vorne, wendet Entsetzen an, wenn angegriffen wird, okay. Na gut. Der wird wegrennen. Der ist weg. Das war schon mal nicht schlecht. So, damit können wir doch. Wir machen die Resistenzen nieder. Wir... Moral weiter runter. Ne, wir gehen sie jetzt richtig an. Boah. Ja, wir gehen sie jetzt richtig an. Die Moral ist niedrig genug, dass ich sie jetzt richtig vernichten kann. Ganz schön aufgebracht, der Dude. Ganz schön aufgebracht. Der macht halt einen jetzt nieder nach dem anderen. Nein, das ist der Erste, der durchkommt. Weil er einfach absolut bufft ist. Was ist da los? Das erste Mal. Das erste Mal, dass einer durchkommt. Jetzt sehe ich auch endlich mal, was ich kann. Ah, Frostrose. Ja, Frostrose ist so ein Skill, den ich hier... das ist was, was ich skillen kann. Seuche. Jeder Beeinträchtigung beim Ziel erhöht den Schaden um 10%. Er müsste also 60 Schaden bekommen. Weil 30 Schaden und er hat 10 Beeinflussung. Oder sind die Stapel? Also 2. Lebens... Okay, auch nicht schlecht. Haben wir Frostrose ist. Sehr schön, sehr schön. Schwach gegen Feuer.
Schwach gegen Feuer ist ganz geil. Bei einer Feuertruppe am Ende. Ein bisschen angeschlagen, aber dafür haben sich einige erholt. So wie es sein muss. Ich habe sau viel Geld, aber jetzt wird das mal wieder... Nö, ignoriert. Das Geld spare ich mir. Absolut geizig, aber ich weiß. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh. Auch schön. Auch schön. Aber ich glaube, ich gebe Leben ab. Für ein schönes Artefakt. So. Was bietet am ehesten Vorteile? Ich könnte mir vorstellen, der Raubzug. So. Plus 2 bei den Freiwilligen. Da gibt's nichts. Und da gibt's. Ach komm. 5%ige Chance, dass jemand drauf geht. Deine Freiwilligen haben alle Zwiebeln vom Bauernhof gestohlen. Super fade wird die Suppe schmecken. Grausam. Meine Freiwilligen sind super grausam. Ereignis, weil Geld habe ich tatsächlich genug. Getränke auf mich. Schön. Dadurch wurden alle wieder gut geheilt. Wir können wieder vorne rocken. Und wir machen die Champions auch weg, weil... Oh, wobei links gibt... Nein, selten. Selten. Immer selten. Besonders wegen Geld. So, wann ist meine... Ah, meine Zauberin ist schon wieder als erstes dran. Das ist doch belastend. Hinten... Eis. Nein, 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 nein. Die haben alle viel Moral. So, Natur. Natur, Feuer. Vorne, Natur und Feuer. Aha. Aha. Blöd. Ist halt so. Wobei. Natur ist gut. Natur, Natur. Ah, mach mal so. Vielleicht kann der mal anhauen. Das wäre nicht schlecht. So, das nächste wäre dann das. Und da kommt nochmal eine Falle. Heißt, wir können hier... Schwach gegen Feuer wird längere Zeit. Nein, Frostbeulen. Extra Damage. Dann können sie sich heilen oder wieder... Und dann werden sie stillgemacht und dann hier... Angegriffen mit Natur vorne. Und Feuer. Schauen wir mal. I'm waiting for you. Die Gruppe sieht stärker aus und meine Taktik ist nicht mehr so gut, finde ich. Oh Gott, jetzt ist die auch noch vorne. Wobei, vielleicht ist es ein Vorteil. Hunde. Ja. Ja, komm. Das war ein bisschen brutal, finde ich. Was auch immer da alles passiert ist. Oh, ich komme noch mal dran. Das ist jetzt eher überraschend. Das war sehr negativ überraschend. Ah, vielleicht könnte es... Oh ja, sie wird durch die Moral noch weggehen. Sie wird noch drauf gehen. Der hinten... Naja, immerhin kriegen wir ihn so down. Ah, schade. So wird es nicht so. Ruhe da. Genau, die Fähigkeit, die Talente... Ey! Ist kein Talent. Belastend. Demoralisieren auf alle? Ja. Oh nein, diesmal wird's eklig. Nochmal demoralisieren auf alle. Die mittlere will ich loshaben. Oh shit, das verlieren wir, wenn's so weitergeht. Okay.
Das verliere ich. Keine Chance. Ich hab verloren. Gaia calls me. Niederlage. Not to worry. The Lich Doctor will bring you back to life. Nein, ich habe verloren. Okay, die Taktik war mies, auf Moral zu setzen. Hätte ich vielleicht bei Händlern suchen müssen nach den juicy Sachen. Tja. Vielleicht ist das auch alles falsch. Weil sowohl die Baumhirten, sowohl auch das, wie auch das, all das nutze ich nicht. Ich glaube, fürs nächste Mal muss ich einen anderen Weg beschreiten. Die Schaden über Zeiteffekte verursachen. Frostrose, das war jetzt der Angriff da hinten. Brennendes Stärke. Das Griller Blitz. Durch Griller Fuß das Schaden. Durch magische Dorn um 1 oder 2 erhöht. Magische Dorn nutze ich auf jeden Fall immer. Ich weiß nicht, was davon gut ist tatsächlich. Also brennen. Durch griller Blitz. Magisch Dorn nutze ich auf jeden Fall immer und Feuer. Griller Blitz nutze ich ab und zu mal. Ja, okay. Ja, das war also nicht die richtige Taktik, auf Skelette zu setzen. Auf Moralvernichtung zu setzen. Ich brauche hier gute Kreaturen, gute andere Kreaturen. Spikies. Ja, ich brauche einen Händler. Ich brauche einen Händler mit viel Geld und dann holen wir uns unsere Taugenichtse wieder. Wir haben ja die Dämonen, wir haben die Skelette und die Elementare zur Auswahl. Also da muss schon was Geiles dabei sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, was Geiles kommt, ist halt geringer. Schade. Okay. Die Zauberin. Das erste Mal einen Run verloren, weil meine Taktik nicht aufgegangen ist. Schauen wir mal beim nächsten Mal, wie ich es dann angehe. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.